Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es ein Orakel und zwar das Bundesligaspiel Gladbach gegen die Bayern. Gladbach zu Hause. Ja, die Bayern im letzten Spiel leider verloren gegen Leverkusen 1:2. Und Gladbach hat gewonnen gegen Freiburg 4:2. Ja, ich gucke mal so ein bisschen hier rüber, weil ich da im Browser auf habe, um zu gucken, wie sie gespielt haben als letztes. Ja, mein Tipp, ja, also Gladbach finde ich dieses Saison sehr stark. Die Bayern, ja, die ersten vier Spiele unter Flick waren echt super. Und dann der Dämpfer gegen Leverkusen. Brrr. Also ich schätze mal, ja, wie soll ich... Also ich würde sagen, unentschieden, aber vielleicht eine Niederlage für die Bayern. Aber weil ich Bayern-Fan bin, tippe ich mal für Bayern. Ich sage mal ein knappes 1:2. 1:2 für Bayern, tippe ich. Ja, ihr könnt die Kommentare schreiben, was ihr tippen würdet. Und ich starte jetzt mal das Orakel. Ich pfeife zur ersten Halbzeit an und los geht's. So, ich habe 4 Booster wieder, 2 für jede Halbzeit. Das sind 10er Booster. Also, da kann einiges kommen. Deswegen, ich liebe die 10er Booster. Da können so viele Tore fallen. Das braucht man nicht. So, hier haben wir das Leverkusen Club Logo. Brauchen wir natürlich nicht. Ups, das war meine Pfeife. Hier haben wir Kempf von Stuttgart. Dann haben wir hier von Düsseldorf Kovnacki. Dann haben wir von Schalke Harit. Dann haben wir von Dortmund Axel Schnitzel, Witzel. Dann haben wir hier von Heidenheim Schnatterer. Dann haben wir hier Stefan Bell von Mainz 05. Dann haben wir hier von Frankfurt Dominik Kor. Dann hätten wir hier von Schalke Otschipka. Und dann haben wir noch Paco Alcázar von Dortmund. Also noch kein Tor gefallen in der ersten Halbzeit, ja. Meine Pfeife, die hat es halt irgendwie ein bisschen hier in dem Video. So, weiter geht's. Ja, okay. Was ist denn das hier? Junge, Junge, Junge. Hier haben wir wieder von Schalke, Caligiuri. Dann haben wir hier von Holstein Kiel Lee. Ups. So. Dann haben wir hier von Hoffenheim Staffy Lidis oder wie der ausgesprochen wird. Gondorf von Freiburg. Dann hier von Leipzig. Kuna, oder wie der ausgesprochen wird. Kuna. Dann haben wir hier von St. Pauli Buchtmann. Also manchmal sind die Namen dunkel geschrieben und auf dunkle Karten sieht man das so schlecht. Dann haben wir hier von Berlin Boyata. Dann haben wir hier von Freiburg Salai. Dann haben wir von Leipzig Dämme. Und dann haben wir hier noch Kaderer Beck von Hoffenheim als Matchwinner. Ja, richtig nice. Und das war es mit der ersten Halbzeit. 0:0 noch. Ich guck mal den Stapel durch, nicht dass irgendwie jemanden übersehen habe.
Das wäre ein bisschen blödel. Ganz schnell. Nö. Ich habe keinen übersehen. Gut. Weil das ist mir ja auch mal passiert. Ja. Also wenn es so im Real Life stehen würde, in der ersten Halbzeit oder zur Halbzeit 0-0, ja, wäre ich eigentlich zufrieden. Aber ja, wir schauen mal in die zweite Halbzeit und wir starten jetzt. So, die Pfeife ein bisschen weiter weggelegt. So, komm bitte, Gladbach oder Bayern-Karten hier. Ich gucke erstmal hier, da ist wieder alles verdreht. Zack, zack. So, hier haben wir das Hertha BSC Club Logo. Grüße gehen an Dennis von, also PAX United. Dann haben wir hier Alvarez von VfL Lübeck, glaube ich. Ne, Osnabrück. Ach du Scheiße. Okay. Agustinsson von Werder Bremen. Dann haben wir von Köln Ehizibue. Ach du Gott. Dann haben wir von Leverkusen Dragovic. Oh, da haben wir hier P1. Das kommt auf die erste Seite in der Mappe. Die ganzen Club-Logos der ersten Bundesliga. Dann haben wir hier von Wien Wiesbaden Mrovka. Dann haben wir hier von Fortuna Düsseldorf Sobotka. Und die letzte, ne, vorletzte Karte ist von Paderborn Schonlau. Und dann haben wir von Leverkusen Bellarabi. Und immer noch 0-0. Da habe ich schon 4 10er Booster und ja. Tops, wie habt ihr da gemischt? Die Leute, Leute, Leute. Jetzt hoffen wir mal auf ein Tor. Erstmal alles richtig machen hier. Ups, jetzt habe ich selbst verdreht. So. Als erstes hätten wir von Arminia Bielefeld Klos. Oh, wie sieht denn die Ecke hier aus? Och nö, die Ecke ist beschädigt. Da haben wir hier von Frankfurt So. Dann haben wir Prömel von Union. Und da haben wir das 1-0 durch Alfonso Davies Jawolski. Das gefällt mir doch schon mal. Also 0-1. Dann haben wir hier Nübel von Schalke. Der ja auch im Gespräch ist mit dem Bayern. Naja, kein Thema im Moment. Oh, hier Friedl von Werder Bremen, der ehemalige Bayern-Spieler. Ja, ich glaube, der ist sogar Stammspieler jetzt in Bremen. Dann haben wir hier von Augsburg Framberger. Dann haben wir Renato Sanchez, der eigentlich gar nicht mehr bei den Bayern ist. Aber das 2-0 macht. Jawolski. Jawolski, das gefällt mir doch mal sehr schön. Dann haben wir hier noch Starspieler von Union. Reichel. Und dann haben wir hier noch Matchwinner von Augsburg. Gubelewus. Oh je. Da. Könnt ihr selbst lesen. Ja, also 2-0 geht das Orakel aus für die Bayern und somit ist das Orakel beendet. Ja, mein Tipp wäre ein 1-2, aber ich denke, es entweder unentschieden oder eine Niederlage. Es könnte alles passieren. Gerade weil das zwei Top-Teams sind im Moment. Na gut, Bayern im Moment nicht so. Die haben jetzt eine Niederlage, 2 Siege in der Bundesliga, nochmal eine Niederlage und noch einen Sieg. Ja. Also die Niederlage war gegen Leverkusen, dann gegen Düsseldorf und Dortmund ein Sieg, dann gegen Frankfurt eine Niederlage und gegen
Union Berlin, Sieg, ja. Ja, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Ja, wir sehen uns im Stream, in einem Video. Schaut meine Adventskalender-Videos auf StimmUnoP und auf meinem Kanal hier natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.